Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, die Wahrheit aus der Bibel. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. So, wir machen weiter also mit unserem Thema Gemeinde. Wir hatten letztes Mal über die Gemeinde, die Ekklesia, von Menschen gegenüber die Ekklesia von Yeshua Mashiach vorgestellt. Also wir haben versucht, also diesen Unterschied zu verstehen. Also wie ich letztes Mal sagte, das Thema Gemeinde, da gibt es also wirklich viel, viel, viel zu sagen. Wir werden also langsam und also schrittweise gehen, also wie unser Herr Yeshua Mashiach uns also führen wird. Yeshua, danke für dein Wort, danke für diesen Moment. Ich bete, Yeshua Mashiach, dass du uns deine Worte gibst, Herr. Leg deine Worte in meinen Mund, Herr. Ich brauche dich so sehr. Yeshua, wir sind keine Theologen, wir sind keine Professoren oder Doktoren von irgendwelcher Universität, aber wir bekommen das Wort also direkt von dir, Herr. Bitte leite uns. Leite mich, also, Herr, bitte, bitte, durch dein Wort. Halleluja. Amen. So, Thema die Ekklesia. Ich grüße erstmal also alle, also die Geschwister überall, also die Leute, die Wahrheit gerne hören oder die Liebe der Wahrheit also bekommen haben. Und ihr wisst schon, also dass die Gemeinde von Yeshua Mashiach die Wahrheit liebt. Halleluja. Und ich grüße alle Geschwister, die die Wahrheit suchen, die noch mehr von der Wahrheit also bekommen wollen und die durstig sind. Halleluja. Also, fangen wir an. Wir hatten letztes Mal gesagt, wir haben über die Ekklesia. Ich hatte kurz mal also die kurze Definition von der Ekklesia gegeben. Wir sagten also, dass die Ekklesia, dieser Begriff Ekklesia, und Ekklesia, Ek bedeutet heraus und Ekklesia, Ekklesia bedeutet, also was war das noch? Ek ist heraus, Ekklesia gerufen oder berufen. Deswegen, wenn man sagt, also die Ekklesia, das heißt herausgerufen. Also eine Gemeinde, eine Versammlung oder ein Volk, also Menschen, die von Yeshua Mashiach herausgerufen wurden. Halleluja. Aber wenn man also von herausgerufen sagt, wovon? Von wo? Also Yeshua Mashiach, wir haben letztes Mal also in Johannes Kapitel 1, also Vers 12, die Bibel sagt ganz klar, so alle, die an seinen Namen, die ihm aufnahmen und die an seinen Namen angenommen haben, die sind Kinder Gottes, Kinder Elohims geworden. Halleluja. Also das heißt, die sein Wort angenommen haben, haben die Kraft von Yeshua Mashiach bekommen, Kinder des Herrn, Kinder Gottes Elohims zu werden. Halleluja. Also, machen wir mal also kurz also weiter mit dem Thema Gemeinde. Wir sehen also heute, dass es verschiedene Gemeinde gibt. Gemeinde von Menschen. Wir haben also letztes Mal also von Gemeinde von Menschen und Gemeinde von Yeshua gesprochen. Und wir sagten, dass die Gemeinde von Yeshua Mashiach wird von ihm gebaut. Und dann, dafür werde ich also dieser Vers aus der, was wir letztes Mal gelesen haben, das ist in Matthäus Kapitel 16, ab Vers 13. Also, das ist das Bekenntnis des Petrus.
Wie gesagt, also so ein schönes Geschichte. Das Bekenntnis des Petrus. Ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Also, lieber Geschwister, hier sieht man ganz klar, viele wussten überhaupt nicht, also wer Jesus war. Es gab da so eine gewisse Verwirrung. Die Leute haben also die Werken gesehen und dachten: Ha, das sind die Werken von Jeremia. Ah, nee, das sind die Werken von Elia. Das sind die Werken von noch einem Propheten. Aber wer ist das? Aber Joshua Maschia fragte ganz klar: Okay, das ist also, was die Leute sagen, was alle anderen sagen. Aber was sagt ihr überhaupt, also wer ich bin? Also, das war schon wichtig, also für Joshua Maschia. So wissen, also was glauben überhaupt, also was meinen überhaupt also seine Jünger, wer er ist. Und Simon Petrus, Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, also das heißt, du bist der Maschia. Christus ist Maschia, Halleluja, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Huh, Halleluja. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Lieber Geschwister, also die Offenbarung, wer Joshua Maschia ist, das kommt nur von oben. Das kommt nur von oben. Deswegen diese Gemeinde, die Ekklesia. Eck, heraus und Klesia, berufen, sind Menschen, die einfach ausgesondert wurden. Aber diese Menschen, was ist diese Merkmale also bei diesen Menschen? Diese Menschen haben die Offenbarung von Joshua Maschia. Die wissen, wer er ist. Wir haben doch gestern gesagt, also in Matthäus, also letztes Mal gesagt, in Matthäus, ich glaube, in Matthäus 18, Vers 20, da steht dort: Da wo zwei oder drei sich in meinen Namen versammelt, ich bin da, da bin ich, sagt Joshua Maschia. Also die Leute, die sich im Namen Joshua Maschia sich treffen, wissen, worum es geht. Wenn man die Offenbarung von Joshua Maschia nicht hat, da kann man überhaupt nicht verstehen, also wer er ist. Und es gibt Leute, die treffen sich, also die treffen sich also als sogenannte Gemeinde, aber wissen überhaupt nicht, wer Joshua Maschia ist. Und manchmal wissen sie überhaupt nicht, warum sie da sind. Oh, Joshua Maschia. Also hier steht Petrus. Der Herr sagte zu Petrus. Er sagte: Himmel, also er sagte, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Wisst ihr noch, Joshua sagte einmal: Wenn mein Vater euch nicht zu mir geschickt hätte, dann würdet ihr nicht zu mir kommen. Steht da so in der Bibel geschrieben. Halleluja. Und Vers 18, das war unser Vers von letztes Mal. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Halleluja, ho, oh, lieber Geschwister. Da lernen wir ganz klar, dass die Gemeinde, die Ekklesia Joshua Maschia, er allein baut diese Gemeinde. Er ist der Bilder, er baut das, er ist der Meister. Er baut diese Gemeinde. Und die Gemeinde von Joshua Maschia, die Pforte des Hades, kann überhaupt nicht diese Gemeinde überwältigen. Nein.
Deswegen steht geschrieben, wir sind Sieger mit Joshua Mashiach. Wir sind Sieger. Halleluja. Oh, liebe Geschwister. Wenn du Teil von dieser Gemeinde bist, bist du schon also ein Sieger. Halleluja. Also dann brauchst du nicht also so traurig zu sein, so, ja, er hat mich verlassen, er ist so, nein. Wenn du weißt, wer Joshua Mashiach ist, wenn du schon mal also Joshua gesagt hast, Herr, ich will dir folgen, und er hat also dein Herz berührt, dann bist du sein Kind geworden, bist du in seine Gemeinde reingekommen. Aber wie kommt man also in die Gemeinde Joshua Mashiach, wenn man seine Sünde bekennt? Wenn man sagt, okay, Joshua Mashiach, ich bin ein Sünder, ich will meine Sünde verlassen. Bitte, vergib mir. Ich will dir jetzt folgen. Und was tut Joshua Mashiach? Er kommt also durch seinen Geist und verändert dein Herz. Da nimmt er dich also heraus. Er ruft dich raus, er nimmt dich also aus ein bestimmtes System, Halleluja. Die Gemeinde Joshua Mashiach, es wurde von der Gemeinde der Menschen herausberufen, Halleluja. Oh, Joshua Mashiach. Also, und dann sagt er, Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde bindet wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Halleluja. Es gibt so viel hier zu lernen. Aber wie ich sagte, also wir lassen uns also leiten. Dann, heute werden wir diese Vers 18 mal schrittweise gehen. Also, Joshua sagt hier, du bist Petrus. Ich hatte letztes Mal gesagt, also das ist, was man also in Vers 18 liest, ist, wird oft falsch übersetzt. Weil der Begriff, also dieser Begriff Petrus hier, wenn man also da geht, da steht also Kephas auf Griechisch oder auf Aramäisch, steht da Kephas. Kephas bedeutet also ein Stein. Ein kleiner Stein. Und hier, Fels, ist Petra. Vielleicht sollen wir auf eine andere Bibel gehen. Ich gehe mal also da auf die BJC. BJC gehen wir auf Matthäus. Matthäus, wo ist das noch? Genau, Matthäus. Also dieses Teil ist auf Französisch, aber die rechte Seite ist auf Deutsch. So, Matthäus 16. Genau, und hier habe ich also die Version, die Luther-Version. Matthäus 16, Vers 18. Genau. So, das hat sich nicht verändert. Nochmal, vielleicht muss ich das neu laden. Genau, so, 16. Okay, Kapitel 16, Vers 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, hier steht also Petrus, normalerweise ist also Petros auf Griechisch. Petros ist also ein auf Englisch wie Stone, also Stein. Peter auf Englisch. Und dann, wenn man also auf Felsen geht, Felsen, da steht also Petra. Petra, das ist ein, Petra, das ist so, da merkt man schon, also das ist also ein Wortspiel, weil hier geht hört man also Petrus und da, also Petrus, Petros und da Petra. Und Petra ist also ein Fels. Also, was versteht man da? Ein kleiner Stein, der sagt, du bist also ein kleiner Stein und auf diesen Fels, also nicht der Petrus, nicht der Kleinstein, also es geht jetzt also um einen Fels. Auf einen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Dieser Vers wurde so falsch verstanden, also dass eine große Gemeinde, also eine weltbekannte Gemeinde, hier dachte, okay, dass der Petrus, der Papst, der, also die Gemeinde sollte auf Petrus aufgebaut werden und dass man also Petrus als ein Papst also genommen wurde. es ist so lustig. Und anscheinend ist also Petrus einer der ersten Papst, also von dieser
von dieser großen Gemeinde. Und in Vers 19, das ist noch schlimmer, in Vers 19, da steht, ich will dir des himmlisches Schlüssel geben. Und man sieht, also viele glauben, dass Petrus, also derjenige, der die Tore des Himmels, also irgendwie aufwahrt, er bewahrt das. Also wenn jemand aus dem Himmel kommt, der Erste, der sieht, ist also Petrus, er ist da mit dem riesigen Schlüssel und macht da so das Tor auf und dann sagt, okay, du darfst rein oder nicht. Oh, Halleluja, das ist so lustig. Aber die Bibel sagt uns ganz klar hier, dass Petrus, der kleine Stein, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Joshua sagt, er will also auf einen Fels seine Gemeinde bauen. Gucken wir mal also dieser Petrus. Petrus, also der kleine Stein. In 1. Petrus Kapitel 2. Ach, Halleluja. 1. Petrus Kapitel 2. Petrus wusste, was er da sagte. 1. Petrus Kapitel 2. Da gehe ich also direkt in Elberfelder. Das ist ja vielleicht klar. 1. Petrus Kapitel 2. Die Bibel sagt uns also, was diese Verse sind. Ich lese mal also ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und alle Trug, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Liest ihr, lieber Geschwister, unverfälschten Milch. Also das heißt, dieses Milch, diese Nahrung ist unverfälscht. Damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Das heißt, lieber Geschwister, wenn wir falsche Nahrung bekommen, falsche Lehre, falsches Wort, wir werden nicht wachsen. Habt ihr nicht bemerkt? Also, ihr wart also wahrscheinlich früher in solche Gemeinde, wo die Menschen dort herrschen, wo die Lehre der Menschen also immer gegeben werden. Habt ihr festgestellt, also, dass ihr überhaupt nicht gewachsen seid? Man wächst überhaupt nicht dort, man bleibt immer in der Sünde, in der Sünde, in solche Gemeinden, also der Pastor, wo der Pastor der Chef ist, alles was er sagt, das muss man also tun, man befolgt also immer die Lehre von diesem Pfarrer, diesem Bischof, diese keine Ahnung, und die lehren nicht mal also, was Joshua Maschia gelehrt hat, die lehren nicht mal also die Bibel. Und dort wächst man überhaupt nicht. Halleluja, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich, Moment, ich muss das so fixieren. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, Halleluja, zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein. Ha, jetzt kommen also, das kommt jetzt, dieser Begriff, also Stein. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Versteht ihr? Bei Gott aber auserwählt. Auserwählt, das ist das, die Ekklesia. Diese herausgerufen, auserwählt, ausgesondert von Joshua Maschia. Und so kostbar, mein Bruder, meine Schwester. Du bist so kostbar für Joshua Maschia. Halleluja. Kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Huh, Halleluja. Hier steht ganz klar, dass Joshua Maschia seine Gemeinde mit lebendigen Steinen baut. Und da steht weiter, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen. Durch Jesus Christus, Jeshua Maschia. Halleluja. Lieber Geschwister, wir, die Herausgerufene, die Ekklesia von Jeshua Maschia, wir sind lebendige Steine. Also das heißt, Jeshua Maschia baut sein Haus also mit lebendigen Steinen. Menschen, diese unverfälschliche Nahrung bekommen haben. Das wahre Wort, Halleluja, Halleluja.
Und hier steht, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, boah, Halleluja, Joshua Mashiach. Das heißt also, da bist du, es geht um Leute und Menschen, die wirklich was vom Herrn bekommen haben. Die haben Joshua Mashiach geschmeckt, sein Wort geschmeckt, die wurden verändert, ausgesondert von Joshua Mashiach. Das ist seine Gemeinde. Und der Herr baut seine Gemeinde mit solchen lebendigen Steinen, mit solchen Menschen. Die Menschen, die unverfälschten Milch, die richtige Nahrung bekommen haben. Halleluja. O Herr, du bist so wunderbar. Ich weiß nicht, gibt es Leute überhaupt, also die diese Joshua geschmeckt haben? Oh. Jedes Mal, wenn ich spüre, ich werde so schwach oder ich werde angegriffen und ich denke immer, Herr, Joshua Mashiach, ich habe deine Liebe, deine Kost, deine Liebe geschmeckt. Nein, du hast mich verändert, du hast mein Herz berührt. Nein, ich kann nicht aufgeben, ich kann überhaupt nicht aufgeben. Das ist in mir passiert. Ich hab das geschmeckt, dass du gütig bist, Joshua Mashiach. Halleluja. Also aus diesen lebendigen Steinen baut Joshua Mashiach seine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist also ein geistliches Haus. Es hat überhaupt nicht mit diesem Gebäude zu tun, was wir da sehen. Diese riesige Dom, die sind so, habt ihr schon mal gesehen? Diese riesige Dom, es ist alles so ruhig da drin, dort herrscht der Tod. Der Tod herrscht dort. Du gehst rein, du hast Angst sogar, du kannst dich also nicht so wohlfühlen, es ist so komisch, ich weiß überhaupt nicht. Ich war einmal also mit meiner Familie, wir haben also einen Dom mal besucht und die Kinder sagten sogar, wie kann man überhaupt hier beten, wenn da so viele Toten und gibt? Was soll denn das? Das ist ja so gruselig. Habt ihr überhaupt gesehen, diese riesige Gebäude? So viel Geld wird da drin gepumpt, ausgepumpt und die geben so viel Geld da drin, aber Und was ist mit Menschen? Die Menschen werden vernachlässigt. Diese Pastoren, die wollen riesige Gemeinde bauen und Gemeinde als Form von Kuren und sowas. Und die sind so, die freuen sich sogar solche riesige Gebäude. Und da sagen sie, ja, das ist das Haus des Herrn. Das ist das Haus des Herrn. Wenn sie da reingehen, die sind so fromm und. Aber die Gemeinde Joshua Mashiach ist ein geistliches Haus. Ein heiliges Priestentum. Oh, Halleluja. Um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Joshua Mashiach. Halleluja. Hey. Oh, lieber Geschwister. Joshua Mashiach baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist mit lebendigen Steinen. Halleluja. Halleluja. Und noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Zurück zu Matthäus Matthäus Kapitel 16, noch ein Punkt. Joshua sagte zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also, du bist dieser Stein, sagte er. Du bist Petrus, du bist der kleine Stein, dieser lebendige Stein. Mit dem lebendigen Stein will ich auf einen Fels diesen Felsen meine Gemeinde bauen. Das heißt, ein Grundstein. Es gibt also einen Grundstein. Halleluja. Das bedeutet, diese Felsen, also die Gemeinde wird auf den Felsen gebaut. Und wer ist das? Wer ist dieser Felsen? Halleluja. Hey. Oh, meine Güte. Ah, Joshua Mashiach, du bist
Es gibt so viel zu sagen, liebe Geschwister, es gibt so viel zu sagen. Weil die Gemeinde, die wir heute sehen, was wir da sehen, wo die Leute sich treffen und die kleiden sich so schön und. Habt ihr nicht gesehen, also wie einige Leute sich, die freuen sich für ihren Pastor. Hast du meinen Pastor heute gesehen? Hast du gesehen, wie er gekleidet war? Hast du seine Schuhe gesehen? Mein. Ah, die Gemeinde von Menschen. Dort in der Gemeinde von Menschen, die gucken immer, wie ja, die Reichen kriegen, also die besten Plätze. Die haben sogar VIP dort in diese Gemeinden. Und die Musik dort, die Musik dort, also ist nur die Musik für Menschen, nicht die Musik von Joshua Mashiach. Hip-Hop, Rap-Musik und. Die Leute sind also so komisch gekleidet, sexy gekleidet in solche Gemeinden, sexy gekleidet. Was macht das so sexy in einer Gemeinde, in der Gemeinde von Yeshua Mashiach? Jeden Sonntag, die treffen sich also an bestimmten Tag. Sonntag ist der Tag des Herrn, so nennt man das also in dieser Gemeinde. Aber die Gemeinde von Yeshua Mashiach, die Gemeinde von Yeshua Mashiach hat keinen bestimmten Tag, lieber Geschwister. Joshua baut seine Gemeinde. Also wir waren bei Petrus, wir haben jetzt verstanden, also dass diese Stein, dass wir die Steine sind, die Menschen. Menschen sind die lebendigen Steine. Und der Fels, das ist also Joshua Mashiach. Und das können wir in Jesaja Kapitel, gehen wir mal also in Jesaja Kapitel 26, da kann man das also sehen. Jesaja Kapitel 26 ab Vers 4. Oh. Ah, ich kann mich erinnern, wie wir, als wir also von Joshua, der Fels, also gesprochen hatten. Es gibt so viele Versen, die sagen, dass Joshua Mashiach Gott ist. Joshua ist Elohim. Joshua ist Elohim. Aber in der Gemeinde von den Menschen, die haben Schwierigkeiten, sowas zu verstehen, dass Joshua Mashiach der Fels, der Herr ist. Hier steht also, vertraut auf den Herrn für immer, denn in Jah, also Yahweh, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, lieber Geschwister, Halleluja. Yahweh ist der Fels der Ewigkeit. Halleluja, das ist Yahweh. Und wenn man also in 1. Korinther Kapitel 10, kann mich erinnern, also heute, als ich das gelesen in meine tägliche Lesen da von der Bibel bin ich also auf 1. Korinther Kapitel 10 noch gestoßen. Es ist auch Vers 4. Lesen wir mal also ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Oh, Vers 4. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Halleluja. Das heißt, die Gemeinde von Joshua Mashiach ist auf Joshua Mashiach aufgebaut. Grundstein, die Basis, also auf Joshua Mashiach wird seine Gemeinde gebaut. Und was machen die Leute? Die geben so viel Geld, also riesige Gebäude, riesige Church und sowas, also aufzubauen und denken, dass sie ja das Haus des Herrn bauen. Nein, die Gemeinde Joshua Mashiach ist auf Joshua gebaut. Ich hatte doch letztes Mal gesagt, dass in dieser Gemeinde, dass Joshua der Boss ist, der Chef, der Meister, der Herr. Und hier sehen wir, dass Joshua Mashiach Gott ist. Elohim ist. Er ist der Elohim. Er ist unser Herr. Halleluja. Für die Leute, die nicht glauben, also dass Joshua Mashiach Gott ist, ja, da ist also der Beweis. Halleluja. Joshua Mashiach, du bist so wunderbar.
Halleluja. Und zurück zu Matthäus Kapitel 16. Also ich möchte gerne, dass wir öfter in diesem Vers, dem Vers bleiben, des Bekenntnisses, also von Petrus. Es gibt was hier. Josua sagte zu Petrus: Glückselig bist du. Ha. Glückselig bist du. Glückselig bist du. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Lieber Geschwister, diese Kenntnis, das wirst du nur nie, nicht mal in einer Theologieschule oder sowas. Nicht da, wo die Priester lehren oder keine Ahnung, nein. Keine Doktorarbeit, kein Doktortitel, nein. Das ist vom Himmel gekommen. Kein Wunder, dass die Leute sagten, ja, aber wo, diese Menschen, die sind nur so Fischer und so Fischermänner und so, wo, wie können sie also sowas wissen? Deswegen, also in der Gemeinde von Menschen, um Kenntnisse zu bekommen, muss man also die Theologie studieren, muss man also in irgendwelche Schule gehen und. Seht ihr diesen Unterschied? In der Gemeinde von Joshua Maschia. Kenntnisse, Bekenntnisse, also Kenntnisse kommt von Josua. Er öffnet die Augen, er öffnet die Ohren. Aber, und dann legt er seine Worte, er öffnet die Herzen der Menschen. Aber in der Gemeinde von Menschen, dort kriegt man also Theologie, dort wird man also, geht man in die Schule für Pastoren, in die Schule für Propheten. Habt ihr gehört, es gibt sogar Schule für Propheten. Dort lernt man also, wie man prophezeien kann und sowas. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Also, wir sehen, dass die Gemeinde Joshua Maschia auf Joshua gebaut ist. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo Joshua wo Joshua nicht im Zentrum ist, vergiss die Gemeinde. Raus. Schnell weg. Weg aus dieser Gemeinde. Nimm deine Familie und geh weg. Wo die Menschen hoch erhebt, also werden und sowas erhoben werden, lass das. Verlässt einfach diese Gemeinde. Ich sag dir, lieber Joshua Mashiach suchen, die Zeit mit ihm verbringen und dann, das ist das Beste für dich. Ich bin, früher habe ich also solche Gemeinde besucht und Wahnsinn. Du gehst am Sonntag, kommst du nach Hause und stellst du dich die Frage, was habe ich überhaupt heute gelernt? Nix. Nix, gar nichts. Und du wächst überhaupt nicht. Wir haben doch gesehen, dieses unverfälschtes Milch. Ha! Die Nahrung von Joshua Maschia, das Wort Gottes, das Wort von Elohim. Und Joshua sagte hier: Glückselig bist du. Glückselig bist du, weil was du da bekommen hast, das ist nicht von Menschen, das kommt von oben. Was will er uns hier sagen? Die Trennung zwischen die Gemeinde von Menschen und die Gemeinde des Herrn. Die Gemeinde von Menschen kriegst du nur die Nahrung von Menschen. Aber hier, die Veränderung kommt von oben. Darum sagt die Bibel, wir sind also in Johannes Kapitel 3, man muss von oben geboren werden, damit man in diese Gemeinde reinkommt, in diese Ekklesia reinkommt. Halleluja, 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 liebe Geschwister. Seht ihr die Gemeinde von Menschen, wie zum Beispiel, ich würde da so aufhören, also die Gemeinde von Menschen, ich gebe als Beispiel, ein Beispiel ist also eine, das ist in der Offenbarung, in Kapitel 3, da sieht man also eine Gemeinde, also eine Ekklesia von Menschen. Die Ekklesia von Laodicea. Laodicea. Ich werde nicht
ins Detail gehen, aber nur dieser Begriff Laodicea. Nur dieser Begriff Laodicea. Laodicea kommt also, das ist auf Griechisch, das ist Laodike. Ja, kennen wir einfach in Wikipedia. Vielleicht können wir das also in Wikipedia finden. Ja, genau. Wikipedia. Laodike. Da. Laodike auf Griechisch, das kommt also von Laos, Laos ist also Volk, und Dike, Recht. Das ist diese Gemeinde. Also da steht Laodike, das ist die Gemeinde der Menschen, das Volk herrscht dort. Kein Wunder, lieber Geschwister, wenn wir hier lesen und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibt, dies sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt. Das ist heiß und kalt, das ist die Vermischung. Die Vermischung, die Gemeinde, die Gemeinde der Menschen, wo die Menschen herrschen, da gibt es so eine riesige Vermischung, Vermischung vom Wort Joshua und der Welt, die Traditionen von Menschen. Das habe ich da also letztes Mal gesagt. Vers 16, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeisen aus meinem Munde. Diese Gemeinde kann nicht also bei Jeschua Maschia bleiben. Weil du sagst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende und Bitleidens wert und arm und blind und bloß bist. Also diese Gemeinde ist blind, nackt, arm und. Rate. Ich will nicht also so tief ins Detail gehen. Vielleicht werden wir nächstes Mal die Gemeinde von Laodicea mal durchgehen. Also hier sieht man, das ist die Gemeinde von Menschen. Da, wo die Menschen herrschen. Da, wo die Menschen herrschen, da gibt es also eine Vermischung. Vermischung von Wort und Tradition von Menschen und. In dieser Gemeinde herrschen die Überlieferung also von irgendwelche Leute und der Pastor ist der Chef, der Pfarrer, Bischof, die machen, was sie wollen, aber nicht, was der Herr in sein Wort sagt. Also wir haben heute gesehen, dass die Ekklesia von Joshua Maschia mit lebendigen Steinen gebaut wird. Und auf den Fels, auf Jehoshua Maschia gebaut wird. Er ist das Zentrum, lieber Geschwister. Wenn Jehoshua nicht da ist, vergiss es. Vergiss es. Wir können singen, wie wir wollen. Wir können tanzen, wie wir wollen. Und. In Amos Kapitel 5, ich glaube also von Vers 20 oder bis 24 steht dort, der Herr sagt sogar, es ist ein Groll, ich will nicht mal eure Lieder hören, ich bin satt. Eine Versammlung ohne Joshua Maschia, das könnt ihr vergessen. Also heute war das also also Teil 2 von Ekklesia der Menschen gegen die Ekklesia von Jehoshua Maschia. Und heute haben wir gelernt, dass die Ekklesia von Jehoshua Maschia mit lebendigen Steinen, mit Menschen gebaut wird. Und auf dem Fels, das heißt auf Jehoshua Maschia, da wo Jehoshua Maschia regiert und nicht die Menschen. Ich danke Jehoshua Maschia für diese Zeit. Der Herr segne uns alle. Im Namen Yeshua Mashiach. Bis zum nächsten Mal. Amen.